Was müsste man tun, damit mehr Leute wählen gehen? Ich finde, dass Politiker noch mehr zu ihrem Wort stehen müssten und nicht im Nachhinein dann Wahlversprechen brechen müssten. Ich glaube, das sorgt bei vielen Menschen dafür, dass sie irgendwann frustriert sind und nicht mehr wählen. Ja, vor allen Dingen bei der Wahrheit bleiben. Wählen ist in letzter Zeit immer wieder, ja, keine Ahnung. Man sieht darin keinen Zweck mehr, wa? Ja, die Politiker müssten mehr sich um die Interessen der Bevölkerung kümmern. Ja, man kann doch niemanden zwingen. Absolut nicht. Okay, also keine Verbesserungsvorschläge, wie das da so ablaufen soll, oder? Nein, absolut nicht. Kann man doch nicht. Ich glaube, größtenteils sind die Jugendlichen nicht mehr so interessiert an Politik und deswegen sollte man insbesondere Jugendliche für Politik interessieren oder Politik für Jugendliche interessant machen. Vielleicht so mehr Werbung und also dass die Parteien mehr Werbung machen oder so, also für sich selber. Ich würde sagen, auch jugendbezogenere Werbung. Dass Jugendliche mehr, ja. Da es, glaube ich, mehr die jüngere Zielgruppe so ein bisschen betrifft, die nicht wählen gehen, müsste Politik ein bisschen interessanter gemacht werden. Also gerade für Jugendliche dann. Nicht so in diesem Hochdeutsch, was sowieso kein Jugendlicher versteht, sondern mit Aktionen oder sowas, das einfach ein bisschen interessanter gestalten. Bessere Interessen vertreten, verschiedenere Interessen vertreten und nicht alle nur das Gleiche. Das präsenter noch rüberbringen. Es ist aber schwierig, weil Bild zum Beispiel berichtet ja genug eigentlich darüber. Aber vielleicht sollte man gezielt noch die andere Bevölkerung, die nicht wählen geht, ansprechen. Ich bin nicht sicher, ob man da was tun kann. Haben Sie schon einmal gewählt? Wenn ja, warum? Ja, öfter. Warum haben Sie gewählt? Ja, weil es meine Pflicht als Bürger ist und weil ich auch politisch interessiert bin. Oh ja. Warum? Ja, das ist doch irgendwie auch eine Pflicht. Und meine Enkelkinder sagen, du musst, sonst kommen da oben welche hin, die du gar nicht haben willst. Ich habe gewählt zweimal. Dieses Jahr war ich nicht. Ich hatte keine Lust mehr. Ja, habe ich. Warum haben Sie gewählt? Warum? Ich finde das wichtig, dass man sich mit einbringt. Gewählt? Ja, weil ich ja auch möchte, dass sich was in Deutschland positiv bewirkt. Ja. Ja. Warum haben Sie gewählt? Weil ich nicht wollte, dass Merkel an die Macht kommt. Okay. Ja. Nein. Nein. Warum hast du schon mal gewählt? Ja, einfach um nicht gesagt zu haben, ich habe nicht gewählt. Um einfach mit zu bestimmen. Warum habt ihr nicht gewählt? Weil wir es nicht mitgekriegt haben. Ja. Okay. Du schon mal wählen? Ja, war ich. Warum? Weil ich mich für Politik interessiere und auch der Meinung bin, dass wir, egal welche demokratische Partei, die auf jeden Fall wählen sollten, weil sonst wird es gefährlich. Warum warst du wählen? Weil ich einfach mitentscheiden wollte, also bestimmen wollte, was passiert. Und wenn ich nicht meine Stimme abgebe, vielleicht gewinnt die falsche Partei. Ja. Warum haben Sie gewählt? Naja, wenn jeder so denkt, nicht zu wählen und nichts ändern zu können, dann passiert auch nichts. Was sind die Kommunalwahlen und finden Sie diese wichtig? Bei der Kommunalwahl wählt man doch den Beirat für die Kommune, oder? Oder den auf kommunaler Ebene halt. Ein Rat oder jetzt kein Parlament oder sowas, gibt es auf Ja. kommunaler Ebene ja nicht. Schon, ja, weil wenn man beim Kleinen nicht anfängt, das muss ja von unten nach oben gestaffelt werden, dann kann Ja. man das halt dann immer weitergeben. Was glauben Sie, wann die nächste Kommunalwahl ist? Die ist immer in einer Periode von 8 Jahren. Komm mal her, Kurt-Heinz. Sag du das mal, was Bitte? bei der Kommunalwahl ist. Was? Was bei der Kommunalwahl ist. Was da ist? Ja. Ja, da wählst du einen Bürgermeister, Oberbürgermeister, Ach so. Stadtparlament und so was Also alles. da will Stadtparlament und so. Finden Sie die Kommunalwahl wichtig in Bezug auf andere Wahlen? Ja, wird es wohl sein. Kann man die weglassen? Bestimmt. Kann man bestimmt weglassen. Eigentlich schon. Wenn die sich genügend vorstellen, dass ich weiß, wer da gewählt wird, ob mir die passen oder nicht. Und das kommt zu wenig rüber. Politik baut das eine auf dem anderen auf, oder? Ist ja nicht so, dass, also wenn man bei Kommunalwahlen wählen geht, hat der Politiker, der dann gewählt wird, auch eine Chance, irgendwann mal, wenn er erfolgreich und gut ist, einen Platz im Parlament zu kriegen, oder? Wen und was? Ja, gute Frage. Kommunalwahl?
kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Okay. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Der Bürgermeister? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wen und was wird bei der Kommunalwahl gewählt? Wählt man bei der Kommunalwahl? Da wählt man den Kommunalvorsitz, also vom Kommune Hannover ist es halt Hannover in dem Fall. Ne? Okay. Wen oder was wählt man bei der Kommunalwahl? Keine Ahnung. Ab welchem Alter sollte man wählen dürfen? Ja gut, 16 ist schon ein bisschen früh, ich denke mal, aber man kann schon lassen, 16, 17, 18, so wäre das richtig Alter. Ab 16 Kommunalwahlen und ab 18 darf man bundesweit wählen. Ab 16 darf man, glaube ich, zu dieser Kommunal und ab 18 die anderen. Okay. Ab 18, das ist okay, so wie es ist. Okay. Kommunalwahlen sind, glaube ich, ab 16 und der Rest ab 18. So wie es jetzt ist, 16 Kommunal, 18 die anderen.